Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Crysis 3. Ja, wir sind jetzt hier bei der zweiten Folge. Letzte Folge habe ich mich nicht ganz so toll angestellt. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht etwas besser läuft. Schauen wir einfach mal. Und ich muss auch eingestehen, das ist jetzt schon mein zweiter oder dritter Anlauf. Das lag aber weniger an mir, sondern vielmehr an, ja, wie soll ich sagen, an EA, weil die hier einen ganz vertreten Bug eingebaut haben. Und zwar muss man jetzt hier dieses Ding da hacken, um die Tür aufzubekommen. Und wenn man die Hack-Taste anders belegt hat, individuell, dann geht die Tür da nicht auf. Musste dann erstmal nachgucken, hab dann aber die Rätsellösung gefunden, hab jetzt die Tastaturbelegung wieder resettet und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Schauen wir einfach mal. So. Und jetzt geht die Tür auf. Wunderbar, da bin ich ja beruhigt, dass jetzt weitergehen kann. Das ist Zells Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Und ich bin auch wirklich, ja, was heißt begeistert, aber doch positiv überrascht von der Synchro hier. Die gefällt mir. Es gehört zu den besseren in Spielen, was Deutsch angeht, so. Das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir. Zeig mir dein Gesicht. Bring sie einfach auf. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich. Und der scheint ganz schön piss zu sein hier. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Das ist natürlich nicht so cool. Komm schon. Gehen wir. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Super, jetzt langsam müssen ja mal wieder Gegner kommen. Ist ja verdächtig ruhig hier für Crysis-Verhältnisse. Kontrollpunkt erreicht, okay, dann wurde ich erstmal gespeichert, das ist super. So, ich drück mal hier B und da sind auf jeden Fall einige Gegner. Dann wollen wir die erstmal markieren, würde ich sagen. So. 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 Ach, da sind auch noch welche. Okay, da sparen wir uns nämlich ein bisschen das Nano-Wissen. Wir können das dann für, ja, für Schutz oder für Unsichtbarkeit nutzen. So, da vorne scheint auch schon der erste zu sein. So, den Hammer. Was ist hier los? Gib mir Rückendeckung. Den haben wir auch. So, Energie erstmal wieder aufladen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Da oben ist auch direkt schon einer. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich die Leiche sehen und gewarnt sein, wenn das nicht jetzt schon ist. Na. So. So, der nächste wird wahrscheinlich dann hier links vorne sein. Und der kommt jetzt auch schon, wie es aussieht. Na, kommt er jetzt hier lang? Alter! So. Also geht das ja erstmal ganz gut. Ich sehe aber, wir haben nur noch zwei Pfeile. Das ist natürlich ungünstig. So, jetzt haben sie mich anscheinend entdeckt oder wissen, dass ich hier bin. Kommt ein Hubschrauber oder was? Das wird mir überhaupt nicht gefallen. Das macht die Sache nicht einfacher. Wo ist denn der Hubschrauber? So, muss ich versuchen, Energie wieder aufzuladen hier. Ich würde mal interessieren, wo der Hubschrauber ist. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Respekt vor dem Teil. Würde ja mal interessieren, ob wir den irgendwie runterbekommen und ob das überhaupt möglich ist hier mit dieser Waffe. Haben wir irgendwas anderes noch? Den Bogen haben wir noch?
Pistole. So, der wäre auch down. Aber von hier aus scheint er uns nicht erreichen zu können. Das ist natürlich super. Also sollten wir uns hier weiter links auf jeden Fall bewegen. Das scheint mir erstmal halbwegs safe zu sein. Okay, okay, okay. So. Erstmal wieder Energie aufladen. So, der vorne hat uns gesehen, wie es aussieht. Okay, jetzt haben wir keine Muni mehr. Okay, jetzt hat er uns gesehen, Mist. Okay, probieren wir einfach mal von hier, die jetzt hier direkt zu erschießen. Ich sehe aber leider kaum was, das ist ein bisschen problematisch hier. Ha, ha, ha. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Versuchen wir es mal von hier. Okay, dann sucht man erstmal Deckung. Gehen wir mal raus, dass wir wieder hier aufladen können. Es scheinen ja nur noch zwei zu sein. Den Hubschrauber müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt dann wegschießen müssen oder ob das auch so geht. So. Frage ist, müssen wir jetzt hier hochgehen oder müssen wir. Ne, scheint da. Okay, gut, alles klar, das ist ja klein noch hier. So, Fix Second hier, müssen wir schnell machen, weil Unsichtbarkeit gleich weg ist. Sehr nice. So. Warte, ich bin gleich da. Scheiße, ja, das hat ja ganz gut funktioniert. Bin ich ja überrascht. Vergiss es. Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug. Ich bin aber auch vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ich finde das ganz cool, dass man das auf diese Art und Weise spielen kann. Gibt es bestimmt auch andere, brachialere Varianten, um da einfach durchzukommen, schätze ich. So, bitte nicht wundern, wenn es jetzt hier einen kleinen Cut gab. Ich habe vorne eine Minute später ungefähr im Kampf, immer wenn ich rechte Maustaste gedrückt habe, bin ich da auf dem Desktop geflogen. Musste deswegen jetzt nochmal neu laden. Also sonst nicht weiter stören, wir machen jetzt einfach direkt weiter. Ach, scheiße, die haben uns jetzt schon gesehen. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich würde ja gerne erstmal markieren hier. Das sind aber ganz schön viele. Schauen wir mal. So, das dürften, da ist noch einer. So, das dürften jetzt alle gewesen sein. Ja, ja, das war jetzt ein bisschen verpeilt, aber es hat ja noch ganz gut funktioniert so. Alter, sind das viele. Ja, deswegen haben wir ja auch unseren super Power-Anzug. Ne? Was ist hier? Mhm. Bringt uns das irgendwas? Ja, toll. Achso, da können wir dann drauf schießen und dann müsste das. Passiert, ne? Na ne, das ist ja nur hier so ein Feuerlöscher. Mehr ist das ja nicht. Was soll denn da passieren? Großartig. Okay, weiter. Ich schaue mir erstmal recht safe zu sein und tue ich erstmal Energie wieder aufladen. Na? Jetzt haben wir ihn. Naja, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Munition sparen können, aber immerhin er ist down. Wo ist denn noch einer? Dort. So, jetzt müssen wir erstmal hier Deckung. Haben wir auch.
Ich habe nicht mehr so viel Muni, muss jetzt aufpassen. Dann können wir ja mal hier im Nahkampf killen, den hier oben. Okay, nice. Lass mal Energie wieder aufladen hier. So, ich glaube, das war die Waffe, wo ich mir auf den Desktop gefallen bin. Ja, mal gucken, ob das jetzt besser klappt. So, nice. Die gefällt mir aber. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man ja auch ein bisschen auf Muni achten muss. Das ist... gefällt mir auf jeden Fall. So, wo ist hier noch irgendwo einer? Das war's schon. Okay, nice. So, wir müssen jetzt hier irgendwie hier rechts rein. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Ja, hier scheint es lang zu gehen. Was ist das hier? Ah, hier ist ein Datenträger. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Aha, was war denn da los? Das klang nicht so gut. Was? F? Achso, um zu greifen, für so ein Feuerlöcher. Und hier sind auch schon wieder Gegner. Na, großartig. Was haben wir hier? Eine Pfeilkiste. Ah, nice. Da haben wir dann das Munition. Na, da will ich dann erstmal hin, natürlich. Das fetzt natürlich. So, da dürfen wir alle markiert haben. Und gucken, ob wir jetzt mit der Sniper noch ein bisschen was hier erreichen. Können wir jetzt einfach langlaufen oder sehen die uns hier? Ach, hier ist schon einer. Ja, den machen wir erstmal im Ruhigen. So. So, dann können wir, ich kann ja mal fix probieren, jetzt hier die Waffe auszurüsten. Was haben wir hier noch? Ich hätte ja gerne einen Schalldämpfer drauf. So, das, aha. Okay, das Sturmvisier lassen wir drauf. Das sorgt dafür, dass wir 3,5 mal vergrößern können und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich würde doch gerne eine Pistole. Ist die hier schon irgendwo? Ah, gut, jetzt hier. Schalldämpfer ist drauf. Was haben wir hier noch? Gewehrlaservisier. Aha, macht's genauer. Ja, gut, das können wir erstmal lassen. Nutzen sowieso erstmal hier unsere Sniper. So. Ja, so ein richtiges Sniper ist es aber auch nicht. Man kann halt nur näher ranzoomen. So, der wäre auch down. Oh, irgendwie auf hier. Wo? Sonne. Ah, ich stelle mich schon wieder an hier. Mist. Ja gut, ich gehe jetzt einfach mal weiter und versuche dann vielleicht noch ein bisschen mit Nahkampfkills und so. Mal schauen. Das hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Ich dachte, ich könnte jetzt hier vielleicht mal ein bisschen von der Position einfach aufräumen, weil es ja davor so gut lief, aber naja. Ja, komm. Ja, das war blöd. Hier ist auch einer. Nice. So. Huch! Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, sollte ich mir erstmal vielleicht. Na gut, dann machen wir einfach Nahkampfkill hier. Das passt schon.
Du kriegst Energie aufladen. Na komm, 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 komm. So. Check deine letzte Position. Ja, wo sind hier noch welche? Deine Tarnung rettet dich auch, der Arschloch. Ja, doch, doch, ich denke schon, dass die Tarnung mich vielleicht retten könnte. Also ist mir auf jeden Fall lieber mit als ohne. So, erstmal fix Energie aufladen, aber das sind ja nur noch zwei, wie es aussieht. Huch, stecke fest. So. So, vier Schuss haben wir nur noch. Wo ist denn hier die nächste Muni? Da oben anscheinend. Aber rein theoretisch müssen wir doch da hochspringen können, ne? Schaffen wir das? Oh, nice. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp gewesen. So. Ja gut, dann würde ich jetzt hier, ich gehe erstmal in einen sicheren Bereich. Ja, hier, machen wir hier am besten. So, dann würde ich jetzt hier an dieser Stelle mit dieser Folge erstmal Schluss machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Comments und auch über Daumen freuen. Vor allem die, die nach oben zeigen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.